Hallo zusammen, Meier 3007 hier und herzlich willkommen zur Präsentation meiner Geburtstagsgeschenke für dieses Jahr. Es ist wieder mal soweit, der 30. Juli und somit mein Geburtstag. Ich habe von meinen Eltern viele, viele schöne Sachen bekommen. Fangen wir mal hier unten an. Das ist einmal eine Packung feine Butterwaffeln, die habe ich von meiner Oma bekommen. Sowas mag ich sehr gerne. Und von meiner Oma gab es auch noch einen schönen Zuschuss für die Reisekasse. Und hier ein schönes Lesezeichen, das habe ich jetzt von meinen Eltern bekommen. So many books, so little time. Ja, welcher Booktuber oder welcher Bücherwurm kennt dieses Problem nicht? Dann gab es von meinen Eltern hier eine Schachtel Plätzchen, eine Plätzchendose. Ja. Und hier könnt ihr auch mal sehen, für welchen Verein mein Herz schlägt. Ja, ich bin Bayern-Fan. Immer schon gewesen und es wird auch immer so sein. Dann von meinen Eltern gab es hier diese süße kleine Holzeule. Die finde ich richtig schön. Die findet im Regal irgendwo einen Ehrenplatz. Dann hier ein schönes Glas. Und wie soll es für eine Leseratte anders sein? Noch ordentlich Lesestoff. Und stecken wir das Glas runter, dann sieht man es besser. Haben wir einmal hier von Miriam Munter Mord und Wischmob. Der erste Fall für Pamela Schlonski. Ich finde den Namen schon so klasse. Da ermittelt eine Reinigungsfachkraft. Bin schon sehr neugierig drauf. Hört sich richtig witzig an. Dann haben wir Ulrike Busch, Flaschenpost vom Mörder. Die Kripo Wattenmeer ermittelt. Ein schöner Nordsee-Krimi. Und die Inseltierärztin. Mit Herz und Schnauze. Geschichten aus meiner Praxis. Von Stephanie Petersen. Da erzählt eine Tierärztin auf Sylt eben aus ihrem Alltag. Da freue ich mich auch sehr drauf, das mal zu lesen. Und das vierte und letzte Buch von meinen Eltern, da habe ich mich richtig gefreut. Hier, schaut mal. Andreas Franke, Goldener Sommer auf Capri, Hartlingers neunter italienischer Fall. Da bin ich jetzt auch schon am Lesen. Gefällt mir bis jetzt wieder richtig gut, nachdem der letzte Hartlinger nicht ganz so meins war. In Florenz hat der letzte gespielt, scheint dieser Capri-Krimi richtig toll zu sein. Wie gesagt, die ersten 50 Seiten sind gelesen, bis jetzt sehr gut. Ich denke, da gibt es auch mal eine separate Rezension dann dazu von mir. Außerdem habe ich von meinen Eltern, den habe ich jetzt nicht, dann noch einen kleinen Büchergutschein bekommen. Viele schöne Sachen. Mit dem Video soll es das aber jetzt an der Stelle gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder. Meier 3007.